Sind Handystrahlen krebserregend? Diese Frage hat eine von der US-Regierung beauftragte Studie zu klären versucht. Die Forscher bestrahlten Ratten 9 Stunden täglich, 2 Jahre lang. Wir beobachten die Auswirkungen von Strahlung schon seit Jahren, um den Zusammenhang zwischen Strahlung und Krebs zu erforschen. Tatsächlich wurde bei 2 bis 3% der Versuchstiere Tumorwachstum festgestellt. Ein Ergebnis, das laut Expertenmeinung ein deutlich höheres Risiko aufzeigt als bisher angenommen. Dr. Pat betont allerdings, dass es noch weiterer Untersuchungen bedarf, um den Effekt auf Menschen zuverlässig zu klären. Wer es nicht darauf ankommen lassen möchte, verwendet lieber Kopfhörer.